Von diesem Stausee aus kommt ein großer Teil des Wassers für die Millionenmetropole Kapstadt. Doch nach 4 Jahren Dürre ist vom See kaum noch etwas übrig. Der Tewatersloot-Damm ist nur noch zu 10% gefüllt. Die toten Bäume liegen eigentlich metertief unter Wasser. Louise Stafford ist für die Naturschutzorganisation Nature Conservancy verantwortlich für Wasserprojekte in der Kap-Region. Als Kapstädterin ist sie auch selbst betroffen vom akuten Wassermangel. Normalerweise wäre hier Wasser. Es sind verzweifelte Zeiten. Das ist ein Ergebnis des Klimawandels und des Bevölkerungswachstums. Das ist die Wirklichkeit, die wir immer häufiger in Afrika sehen werden. Wenn man das hier sieht, dann fragt man sich, ob es jemals wieder regnen wird. Und wenn es regnet, wird es den Stausee je wieder auffüllen? Mittlerweile liegen sogar die Wasserentnahmestellen des Sees auf dem Trockenen und müssen aufwendig über Pumpen befüllt werden, damit überhaupt noch Wasser an die Leitungen kommt. Kapstadt liegt nur rund 100 Kilometer südlich vom Stausee. Die 4 Millionen Einwohner spüren den Wassermangel jeden Tag. Seit Monaten sind strenge Einschränkungen in Kraft. 50 Liter Wasser pro Person und Tag, mehr darf man nicht aus den Leitungen nehmen. Im Stadtgebiet gibt es noch mehrere natürliche Quellen. Sie sind rund um die Uhr voller Menschen, die sich hier Wasser holen. Hunderttausende leben allerdings außerhalb des Stadtzentrums. Viele von ihnen haben wenig Geld, so wie Galen Johannes. Bei ihr im Haus wurde noch nie Wasser verschwendet. Sie hat keinen Swimmingpool und nur einen Wasserhahn im Haus, in der Küche. Der muss für die ganze Familie reichen. Bei uns im Haus schauen wir sehr auf den Wasserverbrauch, weil sonst so viel Wasser verschwendet wird. Kinder spielen mit Wasser und spritzen es auf die Straße. Ich bringe meinem Kind bei, kein Wasser zu verschwenden, wegen der Restriktionen. Galen hat die Wasserkrise eine Perspektive gegeben. Sie hat endlich einen Job gefunden. Ganz in der Nähe von ihrem Haus gibt es jetzt seit einigen Monaten ein Wasserschutzprojekt. Gemeinsam mit einigen Kolleginnen geht sie nun jeden Morgen zur Arbeit. Es ist eine gute Gelegenheit, Arbeit zu bekommen. Hier in unserer Gemeinde haben nur wenige Leute einen Job. Und es bringt Einkommen für die Familie. Die Frauen roden Büsche auf einer riesigen Brachfläche. Auf dem Atlantis Aquifer versickert Regenwasser und gereinigtes Haushaltswasser. 3 Jahre braucht es, bis es durch den Sand gesickert und sauber ist. Dann geht es zurück ins Leitungsnetz der Stadt. Wären da nicht die allgegenwärtigen, eingeschleppten australischen Akazien. Wenn man sich den Aufbau der Pflanze anschaut, sieht man, dass sie viel größer ist als der heimische Feinboss. Und die Wurzeln sind auch viel länger. Sie saugen sehr viel Wasser aus dem Boden, das dann über die Blätter verdunstet. Außerdem kommt der Regen nicht auf dem Boden an, weil die Büsche so eng zusammenstehen. Deswegen kann sich der Grundwasserspeicher nicht wieder auffüllen. Invasive Arten sind ein riesiges Problem in Südafrika. Allein in der Kap-Region schlucken sie 38 Milliarden Liter Wasser pro Jahr, sagen Experten. Damit könnte man Kapstadt 2 Monate lang versorgen. Wir müssen sehr viel abschneiden und das möglichst kurz über dem Boden. Wir spritzen dann Gift, damit die Pflanze nicht wieder wächst. Das Gift soll die Pflanze veröden, damit sie nicht wieder austreibt und wieder Wasser aus dem Boden zieht. Das wird die nächsten 30 Jahre so weitergehen. Sonst kommen die Akazien immer wieder. Finanziert wird das Projekt mit einem extra dafür aufgelegten Wasserfonds. Doch die ganzen Mühen sind vergeblich, wenn es nicht endlich wieder regnet. Louise Stafford hofft, dass ihr Projekt nicht schon längst zu spät kommt. Wir müssen unser Verhältnis zum Wasser ändern. Wir müssen unseren Umgang mit der Natur ändern. Und wir müssen alles, was möglich ist, tun, um die Natur widerstandsfähiger gegenüber den jetzigen Umständen zu machen. Sonst droht der totale Zusammenbruch. Otherwise, we're facing a total collapse.